Köln. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder einliefern lassen in unsere Funny Farm, wie der Engländer sagen würde, zu unserer kleinen improvisierten Weihnachtsfeier. Es ist, oh, das Ding hat ein Gewicht, das ist unglaublich. Das ist, wenn du damit ins Hallebad gehst, ertrinkst du. Aber es ist, ich bin selber schuld, habe ich mir aufschwatzen lassen, da in dieser blöden Finanzkrise. Ein kluger Anleger flieht ins Gold. Da kam am Hauptbahnhof so ein Depp, hat mich angehört, Bolle kaufen. Nach dem ersten Dusche habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht damit, weil seit wann rostet Gold? Aber es ist echt, es ist diese Finanzkrise, die alles da auch bei uns und unsere Weihnachtsfeier wäre auch fast, wird ein bisschen kärglich ausfallen, Gott sei Dank nicht ganz, wie viele andere. Sämtliche Großkonzerne haben ihre Weihnachtsfeiern gestrichen. Das ärgert die Familienministerin, unsere Frau in der Tonne, weil im nächsten Jahr sinkt die Geburtenrate, wenn der Beckenbauer-Effekt ausbleibt. Es ist einfach, gibt es denn gar nichts Positives so zum Ausklang des Jahres? Doch, die Pendlerpauschale ist wieder da. Jubelnde Menschen. Ich habe mich so gefreut. Ich bin am ersten Tag bin ich dreimal zur Arbeit und zurückgefahren. Das blöde Heuschaule. Haben Sie mich fristlos gekündigt, weil ich zu spät zur Arbeit gekommen bin, aber auch egal. Und unsere Kanzlerin und ihr Finanzminister, die immer so tun, von wegen zwischen uns beide passt kein Blatt Papier, vor allen Dingen keins, wo was Vernünftiges draufsteht, verkaufen ihre Niederlage vor Gericht auch noch als Erfolg. Wie ihr Grünkohlessen im Kanzleramt, den Krisengipfel, wo alle gesagt haben, ja, Regierung und Großkonzerne ziehen jetzt an einem Strang. Habe ich schon wieder Angst gehabt. Habe ich gesagt, wer hängt dann da unten dran, wenn sie ziehen? Aber ich war ja noch beim Positiven. Und da ist, doch, die Weihnachtsmärkte sind gerammelt voll, obwohl alle sagen, Deutschland steht vor der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Bin ich gleich auf die Straße, aber gut, sind wir wieder ausgebombt. Vielleicht ist das der Grund, dass die Leute deshalb kaufen wie verrückt, weil sie sagen, solange es noch geht, bevor die Konsumgutscheine kommen. Eine tolle Idee, oder? Konsumgutscheine für alle, für den Chef der Hypo Real Estate und für den langzeitarbeitslosen Stahlkocher von der Maxhütte, dem deswegen dann wahrscheinlich sein Hartz IV gekürzt wird, weil sie ihm den Konsumgutschein auf sein Vermögen anrechnen. Ja, das ist schön. Das wärmt die Herzen in dieser kalten Zeit. Arm und Reich ziehen an einem Strang. Herr Priol, haben Sie mich zum Plätzchenbacken eingeteilt? Bitte Plätzchen, bitte. Ich bin hier für das große Ganze zuständig. Ja, genau so sieht's hier auch aus. Als ob Sie dafür zuständig sind. Was soll ich denn machen, wenn die Verwaltung uns die Mittel für die Feier gestrichen hat? Das macht doch gar nichts. Ich war sowieso gegen die Feier. Ja, das wäre das erste Mal gewesen, dass Sie mal für was gewesen wären. Moment, ich habe einen Alternativplan eingereicht. Ich weiß, Podiumsdiskussion zum Thema Weihnachten im Zeichen der Krise. Ja, und? Da waren ganz konkrete Sachen dabei. Zum Beispiel das Motto Verzicht als Chance. Sie kapieren es immer noch nicht. Gerade jetzt in der Krise sind wir als mündige Verbraucher gefragt und gefordert. Ach was? Ja, wenn wir jetzt nicht konsumieren, egal wie, egal was, dann werden wir bald gar keine Chance mehr haben, noch auf irgendwas verzichten zu können. Muss ich das verstehen? Nein, ich kapier's ja. Kapier's ja selber nicht so ganz. Aber egal, deshalb wird jetzt gefeiert heute Abend. Verwaltung hin, Verwaltung her. Ja, nach dem Motto könnten wir praktisch dann jeden Monat Weihnachten feiern. Täglich. New Deal, neues Weihnachten. Weg mit Ochse und Esel, her mit Bulle und Bär. Ankurbeln, konsumieren, Wachstum. Ja, mit einem Wort, wir dürfen auf dem Weg in die Sackgasse nicht anhalten. Sehr schön. Ja, auf der Titanic haben sie auch bis zum Schluss den besten Whisky geordert. Ja, und das Eis dazu gab's gratis. So, Ich kann so nicht arbeiten. Sie kommen wie gerufen, Almsheimer. Haben Sie mich eingeteilt zum Plätzchenbacken? Plätzchen? Ich war für das große Ganze zuständig. Was? Sie auch?
Unser Stationsvorsteher hat mich auserkoren, diese triste Hütte mit dem güldenen Schimmer der Kultur zu schmücken. Na, kommen Sie mir mit dem schnöden Naschwerk. Mal, Sie haben mir doch gestern erzählt, dass er gute Therapiefortschritte gemacht hat. Ja, was soll ich denn machen, wenn er seine Emphasehämmer nicht nimmt? Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Baum schmücken, die Bahn aufbauen. Ich hatte auch dazu Alternativangebote gemacht. Ich hab's gelesen. Cogito ergo consum. Ein falsch verstandener Widerspruch. Ja, haben Sie da am Schreiben was geraucht? Mir wurde aufgetragen, den Speisesaal für den Fernsehabend, für den Filmabend vorzubereiten, für die lange Filmnacht. Und was finde ich vor? Keine Leinwand, kein Beamer, kein Film. Die Verwaltung gestrichen, die Krise. Ach, ich habe eine Idee. Dann könnten wir ja alle zusammenbacken. Oder? Ist gerade vorhin eine Mail gekommen. Mehl haben sie auch gecancelt. Was? Wenn sie backen ohne Mehl, Film ohne Leinwand, das ist wie... Das ist nichts. Die Regierung nennt sowas Konjunkturpaket. Ach, ich habe noch eine andere Idee. Hören Sie, wir könnten es doch so machen. Wir könnten über die Filme diskutieren, die wir nicht sehen können. Ja, was war denn vorgesehen? Die üblichen Weihnachtskracher. Also der Weiße Hai, irgendein James Bond und natürlich der kleine Lord. Nein, bitte, verschonen Sie mich mit La Fontaine. Ach, dann kommt er mir wieder. Kommt er wieder mit dem Ende des Kapitalismus, fixen Idee? Moment. Das ist keine fixe Idee. Die ist langsam gereift. Nicht. Bei Käse steigert das schon die Qualität. Apropos Käse. Das erinnert mich an diese Szene mit Barbara Stanwyck, wo sie an einem Kontinentalflug mit der Air France einen luftgereiften 58er Brie de Surprise bekommt. Nein, da bringen Sie jetzt was durcheinander. Das war Charlton Heston in Drama über den Wolken. Und das war nicht die Air France, das war die Pan Am. Und das war auch kein Käse, das war Fisch, an dem der Pilot kollabiert ist. Nein. Das war der Lokführer in Cassandra Crossing mit der damals so zauberhaften Sophia Loren. Entschuldigung, wenn ich mich da mal einmischen darf. Ach, bitte doch nicht jetzt. Aber schnell, wir haben was Hören vor. Sie, das eigentliche Thema ist doch der schmutzige Säugling im Stroh, nicht? Was war das für ein Film? Keine Ahnung. Das ist Sidney Poitier wahrscheinlich. Wenn die Nachtigall schwört. Wenn der Steiger kommt, also Rott. Ich habe noch viele Filmschätze auf meiner Festplatte. Schön, alles was Sie wollen, aber nichts mit Uschi Glas. Nein, zur Sache jetzt. Was ist das denn da? Das sind die Weihnachtsdekorationen, das ist das Letzte irgendwie. Ich hab mir vorgenommen, mich nicht aufzuregen. Ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte in der Vorweihnachtszeit, ich möchte das Positive erkennen. Ich habe das geübt. Das ist möglich, gerade in der Krise. Ja, Sie lachen. Gerade in der Krise gibt es Positives. Das ist ja das Interessante. In der Weltwirtschaftskrise passieren Dinge, die die Regierung überhaupt nicht zustande bringen. Autos werden stehen gelassen, CO2-Verbrauch geht zurück und die natürlichen Ressourcen werden geschont. Wir haben eine Atempause. Das bringt die Politiker gar nicht zustande. Die arbeiten daran, dass wir bald wieder Vollgas fahren können. Nicht, wobei man zusagen muss, das ist ja ein wichtiges Motto. Der Kapitalismus erfindet sich jeden Tag neu. So sagt man ja auch. In Amerika beispielsweise, da haben Sie gelesen, da gibt es jetzt neuerdings sogar Entlassungs-Callcenter. Da werden Sie nicht mehr schriftlich entlassen, sondern da kriegen Sie Ihre Entlassung von einem Antwortautomaten vom Callcenter. Wobei das ja auch nicht so schlimm ist, die Leute haben ja meistens immer vor ein paar Tagen wieder Arbeit. Bei einem ist Folgendes passiert, der hatte einen neuen Job, der sollte bei Walmart, sollte der die Kundschaft den Weg zeigen für die Sonderangebote. Und der ist auf seinem ersten Arbeitstag, ist er von einer Meute anstürmender Schnäppchenjäger totgetrampelt worden. Nicht so eine tragische Geschichte irgendwie. Nicht. Einerseits, andererseits zeigt es den unerbittlichen Willen des einfachen Volkes, das Land wieder voranzubringen. Nicht? Und dann nicht George Bush auf Abschiedstour. Nicht? Das ist die reine Freude für mich, meine Damen. Er war vorgestern in Bagdad übrigens. Haben Sie gesehen, wie Sie ihn verabschiedet haben? Tolle Sache, schauen Sie mal. Toll, großartig. Nicht? Das ist ein Fest. Ja, zack. Nicht? Und noch ein, gib ihm Saures. Nicht? Großartig. Nicht? Das ist doch, nicht? Das hat das Zeug. Tolle Sache. Nicht? Ich finde, dass... Das hat das Zeug zum Bild des Jahres. Nicht? Sie werden jetzt übrigens denken, schade, dass kein Fuß im Schuh war. Nicht? Aber das ist falsch gedacht, meine Damen und Herren. Was der da gemacht hat, ist für arabische Verhältnisse viel schlimmer. Das ist die größtmögliche Demütigung für einen, nicht wahr? Und der ist praktisch ein Volksheld. Nicht? Mission accomplished, könnte man sagen. Nicht? Wobei, ich muss sagen, bei uns gibt es aber auch Licht am Ende des Tunnels, meine Damen und Herren. Es geht zum Beispiel das Gerücht um, dass Josef Ackermann Deutschland verlassen will. Nicht? Ja, er hat gesagt, er hätte das Gefühl, es gäbe Ressentiments gegen seine Person. Da will ihm
Ja, wer will ihm da widersprechen? Nicht das. Nicht das. Aber vielleicht, vielleicht ist er auch. Ja, ja. Vielleicht. Vielleicht ist er auch gar nicht empfindlich. Er will nur außer Landes sein, wenn rauskommt, was er alles für einen Dreck am Stecken hat. Nicht? Das wird was sein. Da bin ich mir sicher. Hören Sie, der ehemalige Investmentchef seiner Filiale in New York, der hat kürzlich gesagt, er geht davon aus, dass die Finanzblase das perfekte Verbrechen war. Das Ende wie bei Agatha Christie's Licht geht an, alle haben Messer in der Hand. Nicht? Und, der Ackermann, der wird ja nicht nur Hehler gewesen sein und Schmiere gestanden haben. Da kommt was dazu. Nicht? Aber Gott sei Dank ist es bei uns mittlerweile so weit, dass selbst die Wirtschaftsverbände bei uns schon merken, wie sie von den Banken an der Nase rumgeführt werden. Nicht? Man könnte sagen, das Zornkonto in der Volksbank schwillt an, würde das Lutherdijk sagen, nicht unser Fernsehphilosoph, nicht das. Hören Sie mal, es gibt ja Sachen, gucken Sie mal, vor einem halben Jahr, da haben die Leute in England noch brav vor der Bank Schlange gestanden, um an Geld zu kommen, vor 14 Tagen in Island. Da haben sie 100 Mann schwer bewaffnete Polizei gebraucht, um die Leute aus dem Bankschalter wieder rauszukriegen. Nicht, da geht doch was voran. Nicht in Griechenland, hören Sie, in Griechenland sind die Leute noch weiter, meine Damen und Herren. Da haben die Jugendlichen zu Advent nicht nur Kerzen angezündet, sondern den kompletten Weihnachtsbaum und halb Athen dazu, nicht? Und zwar unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, meine Damen und Herren. Nicht? Die Schüler, die Mitschüler von diesem erschossenen 15-Jährigen, die haben einen offenen Brief an die Politiker geschrieben, haben sich beklagt, dass sie in einer Gesellschaft leben, die heuchlerisch sei und nur nach dem Geld her, hinter dem Geld her wären. Und der Brief endete mit einem Appell von Schülern, von 15-Jährigen, helft uns. Also da brauchen Pubertierende schon ordentlich was dazu. Das ist doch eine tolle Sache, was sehen Sie? Da drängt der Mut der Verzweiflung ans Licht des brennenden Weihnachtsbaums. Nicht, dass man muss immer versuchen, das Gute im Bösen zu entdecken. Nicht? Und schließlich sind wir ja dafür auch da, hier in der Anstalt. Nicht? Das muss man auch mal sehen. Ja, dafür. Herr Prior, ich habe ein sehr schönes Urlaub gemacht. Was ist? Ja, was denn? Was denn? Ja, was? Das ist doch nicht. Das ist. Sie haben ja immer noch nicht angefangen. Ja, womit denn? Ja, mit den Plätzchen. Und ich hatte Ihnen so formschöne Einhandstecher besorgt. Was soll ich denn stechen ohne Mehl? Ach, Mehl, Mehl, Mehl. Hauptsache, es ist irgendwas da, wo doch jetzt auch noch der polnische Gaukler abgesagt hat. Wer? Naja, Sie wissen doch, ich hatte doch da diesen Krakauer an der Hand für den bunten Abend, der aus einer Lione die Gorch Fock beißen kann. Was? Und den hat die Verwaltung jetzt auch gestrichen, oder? Nein, Lebensmittelvergiftung. Der hatte zu lange an irischem Schweinefleisch geübt. Ah ja. Für die Gorch Fock. Nein, der wollte aus einer Cabanossi das Porträt von Ronald Pofalla beißen. Ja, was? Schauen Sie mal, da ist schon. Oh, ja. Ja, das ist toll. Das ist. Ja. Ja. Eine verblüffende Ähnlichkeit. Ja, bisschen üben muss er noch. Ja, ja. Aber vielleicht könnte man versuchen, ihn als Plätzchen zu stechen. Und den Polen? Nein, den Pofalla. Ah. Ich versuche mal, ob ich was Teigiges für den Pofalla finde. Ja, ich gehe mal gucken. Irgendwas musste man. Ich war ja noch bei den Würstchen. Und da muss ich sagen, es war kein gutes Jahr für die SPD. Oder? Das tragische Ende von Kurt Beck am Schwielowsee. Feige hinweggemeuchelt von Hinterbänklern, den Backstreet Boys. Aber sie haben sich in Humor behalten, die Sozen. Doch glauben immer noch fest dran, dass sie nach der Bundestagswahl 2009 den Einzug ins Parlament schaffen. Sie machen sich aber auch so schwer. Die haben auch so viele Gruppen und so viele Flügel. Und die Abspaltungen. Erst macht Helmut Schmidt die Grünen möglich, dann die Linkspartei. Jetzt wird der Wirtschaftsflügel Clement folgen und auch was Neues gründen. Die SOP, die Sozialdemokraten ohne Parteibuch. Und dann haben sie immer noch so viele Parteien in sich drin. Der rechte Parteiflügel dumpft im Seeheimer Kreis vor sich hin, was den Netzwerkern nicht passt, der SPD-Initiative, die sich dagegen da auf den richtig dagegen geht, weshalb die mit den Alt-68ern nichts am Hut hat, mit den Neoliberalen und Pseudoliberalen vom Seeheimer Kreis, aber auch nicht. Schon muss die Unterbezirksschiedskommission eingreifen und schlichten, damit die sich nicht ganz mit der parlamentarischen Linken verderben, dem Gegenpol zu den Seeheimern, die das Forum Demokratische Linke 21 ablehnt. Die außerparlamentarische Repräsentanz der politischen Linken, die aus dem Frankfurter Kreis hervorgegangen ist, wofür sie von der Bundesschiedskommission und der Arbeitsgemeinschaft 60 plus schon gerügt worden sind. So kann das doch nichts werden. Ja, das ist. Ja. Was hat.
Was hat die Union zu bieten an Spaltendings, das Forum Mittelstand und Friedrich Merz, das Spezialdragé? Spezialdragé, das ist mein Stichwort hier, Penny. Ja, Frau Gruber, das ist jetzt ganz blöd, dass Sie da... Wo ist die Dispo? Wie ist der Ablauf? Wann geht's los? Ja, Moment, hat Ihnen niemand Bescheid gesagt? Wieso? Hat er abgesagt? Ja, na, eigentlich nicht. Also, naja, schon. Also, Sie, ich habe einen Zeitarbeitsvertrag mit dem Humoristen Notdienst. Moderation mit dem Prominenten des Jahres, Menschen 2008 hier in der Anstalt, also. Ja, ne, Leiharbeiter sind halt die Ersten, die dran glauben müssen in der Krise. Ne, das ist uns ja auch erwischt. Die haben uns den ganzen Showteil gestrichen, nur die Hauskapelle haben sie noch gelassen. Wunderbar, dann kann ich ja gehen. Och, das wäre mir jetzt schade, wo Sie so knapp, gerade so daherkommen sind. Vielleicht kann ich Sie auf die Station auf einen kleinen Punsch einladen. Punsch? Herr Dr. Priol, das ist sogar unter Ihrem Niveau. Schaue ich aus wie eine Frau, die Punsch trinkt? Ich wollte sagen, wenn ich einen Punsch frei hätte, würde ich Sie gerne. Aber ein 78er Dom Perignon. Ich meine, Sie als Society-Expertin, Sie schaffen das doch auch ohne das Personal. Habe ich Ihnen eigentlich schon mal meinen Lift gezeigt? Nein, ja, das ist ganz frisch renoviert. Sie kommen bestimmt. Jetzt weiß ich. Sie kommen bestimmt wegen dem Krippenspiel, gell? Wegen was? Krippenspiel, wegen dem Kostüm. Nee, das ist kein Kostüm, nicht? Das ist eine Tracht. Ich bin ein Bauer aus Kittlitz-Dräben, Niederschlesien, verstehen Sie? Das ist kein Kostüm, nicht? Ja, ich könnte Sie auch Deutsch. Das muss ich mir nie sagen lassen, dass wir Schlesier und wir kennen nicht Deutsch. Jetzt. Wenn wir nie gewesen wären, wir Schlesier, da wären Sie heute, wären überall hier Mongolen und Polen. Mongolen. Wieso das dann? Ja, weil wir haben sie geprügelt. 1241 haben wir sie geprügelt, die Mongolen. Das ist schon eine Zeit her, das gell? Das war vor der Wende. Ja. Ich kenne ja selber nichts schon gut. Ich kenne Schlesier ja nur aus dem Fernseher. Aha. Nicht? Und aber da, jetzt, wo ich Sie da, das würde mich interessieren, ist das, vererbt sich das, Schlesisch? Also, wenn man Kinder hat, kriegen die das auch? Ja, wir werden immer mehr. Und wenn wir genug sein, da holen wir uns Schlesien wieder zurück. Ja, und warum sind Sie jetzt bei uns hier in der Anstalt? Ja, also mir haben sie gesagt, ich brauche ein Gutachten von ihrem Doktor. Ah, wegen dem Kopf? Nee, wegen der Gesundheit, weil ich im Frühling will ich auswandern. Frühling? Nee, im Frühling, Frühling. Frühling. Kennen Sie nicht, wenn die Hasen her springen und die Vögel lauter singen, und du hast so das gewisse Feeling, dann ist Frühling. Ja, das ist. Das ist von mir. Ja, das. Ja. So habe ich mir ein bisschen gedacht. Ja. Ja. Und wohin wollen Sie dann auswandern? Nach Polen. Nach Polen zum Spargelstechen. Was? Ja. Jetzt fällt mir was ein. Ich habe das neulich in der Bunte Illustrierte gelesen. Da drin stand, der Pole bückt sich nicht mehr. Ja. Das würde jetzt passen, gell? Ja, die Polen machen es nicht mehr selber, verstehen Sie? Ja. Und da habe ich mir gedacht, als Gutsherrn geht es nicht mehr. Ne? Fangen wir noch einmal als Spargelstecher an und dann fangen wir noch mal von vorne an. Ja. Spargelstechern. Ja. Meinen Sie, Sie werden reingelassen? Schon, oder? Ja, also Also da könnte es sein, dass Sie mich und Sie lassen mich nie rein. Ja, aber ich meine, Sie wirklich ja harmlos eisen. Ah, Sie haben gut reden, Sie sind ja kein Vertriebener, kein Heimatvertriebener. Hör. Doch, das bin ich auch, Sie. Ich bin Heimatvertriebener im eigenen Land. Ich bin Sozialdemokrat in Hessen. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Ja. Das ist kein Zugang. Ja. Das,
Lärge, Mensch, da machen Sie es doch so, da müssen Sie sehen, dass Sie da davonkommen, gell? Ja, wohin dann? Ja, Spargelstechen in Polen mit mir. Lieber Spargelstechen unterm Joch als Sozialdemokrat unterm Koch. Ja, das gar nicht, was der immer hat, ein ganz normaler Aufzug. Ja, meine Lieben, es war das Jahr der Trennungen. Madonna trennte sich von Guy Ritchie, Sarah Connor trennte sich von ihrem Terenzi-Wicht, Jogi Löw von Kevin Corani, Wolfgang Clement von der SPD. Aber die Trennung des Jahres war natürlich die Trennung von unserem Bobbele. Boris Becker trennte sich nach sage und schreibe 83 Tagen von seiner unendlichen, großartigen und ewigen Liebe Sandy. Er hat gesagt, wir beide haben den Alltag nicht zusammen geschafft. Ich glaube, er hat insgeheim immer noch gehofft, dass sie noch nachdunkelt. Aber gut, auch die beliebteste Schauspielerin Deutschlands, Veronika Ferres, unsere Quotenfroni, die Frau, die uns immer mit Filmen belagert, wie die Frau im Tunnel über die Brücke im überschwemmten Hamburg der Nachkriegszeit, die hat sich von ihrem Managergatten getrennt und hat gesagt, ich muss mich jetzt erstmal wieder erden. Den Satz hätte ich wahnsinnig gerne mal von Josef Ackermann gehört. Übrigens, Horst Köhler, unser Bundeshorst, hat sich zur Finanzkrise geäußert. Er hat gesagt, er erwartet sich von Bankern wie Josef Ackermann und Co. in Zukunft mehr wörtlich Demut und Bescheidenheit. Darf ich kurz heiser auflachen? Das ist so, als ob du zu einem Junkie sagst, ja, probier's einmal mit Globuli. Aber unsere... Ja. Sehr nett. Unsere... Und unsere Familienministerin Frau von der Leyen, unser gesamtdeutscher Brüder, hat ebenfalls reagiert. Sie will das Kindergeld erhöhen um 10 Euro im Monat. 10 Euro, gut, in Berlin-Neukölln sind das 2 Schachtel Zigaretten, 3 halbe Bier. Da werden sich die Kinder freuen. Ich finde ja so, faszinierend, dass in unserem Land auch sehr reiche Leute Kindergeld kriegen. Ich kann mir das so vorstellen, so die ganzen Fußballer vom FC Bayern, die hocken dann in ihre Grünwalder Marmorbunker. Du, da werden sie aber spitzen, wenn es da ein Zehner im Monat mehr reinweht. Ja, die Gattinnen werden dann auf ihre Designersofas hocken und sagen, ui, 10 Euro, ist ja süß. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass es so kleine Scheine gibt. Aber, nein, aber die Minister, nein, die haben ja... Nein, aber wir haben ja Glück in Bayern, gell, mit dem Seehofer. Er ist ja wie der Dings aus der Asche, gell. Er ist ja ein Ministerpräsidenten-Messias. Er bringt uns jetzt Geld und Segen. Er fackelt die alten CSUler ab wie Kaiser Nero. Und wenn's der frustrierte Sekretärin bist, dann macht er bestimmt auch noch ein Kind. Ja, so ist es im Land der Dichter und Denker ehemals. Jetzt regieren ja bei uns die Köche. Jeder Knödelschubser, der Bettpfanne von einer Bratpfanne unterscheiden kann, irrlichtert und lafert halt im Fernsehen vor sich hin. Und die Leute hocken daheim und schauen sich 58 Kochsendungen an. Daheim ernähren sie sich aber von Fischstäbchen und Fertigpizzas. Und das einzige Lebendige in ihrer Küche, das sind die Küchenschaben. Ja? Apropos Küchenschaben, es gab natürlich schon eine erschütternde Neuigkeit dieses Jahr von Heino. Unser aller Lieblings-Albino. Er versüßte uns den grauen Alltag mit der Erkenntnis, ich brauche 3-mal pro Woche Sex. Brauchen gut bekommen ist wieder was anderes, aber sie, wer will denn das wissen? Heino und Sex, ich meine, das geht doch gar nicht zusammen. Das ist wie Bankenmanager und Moral, wie Weißwürst und Ketchup, wie Herr Dr. Priol und eine schicke Frisur. Komm in meine Triebbahn. Ruh dich bei mir aus, denn in meinem Wigwam. Ich habe Ihnen hier etwas Frischteig von der Tankstelle mitgebracht. Was für Zeug? Frischteig. Von der Tankstelle? Ja. Was ist es denn, super oder normal? Diesel. Nein. Das Tolle ist, es gibt jetzt sogar Frischteig, der schon fertig ausgestochen und gebacken ist. Das nennt man dann Plätzchen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, sehr witzig. Ja. Darf ich Ihnen mal was sagen? Bitte. Ich habe allgemein persönlich kein gutes Verhältnis zu Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Haben Sie Spaß an Weihnachten? Ich finde, es kommt immer darauf an, was man draus macht. Ah, und bei mir die nicht. Vorbereitungen sind eigentlich das Schönste. Nicht? Denken Sie zum Beispiel, das Baumholen. Ist doch herrlich. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, sich in den Besitz eines Baumes zu setzen. Man kann zum Beispiel in die Hände eines dieser marodierenden Tannenkosaken fallen, die unsere Tankstellen besetzt halten. Man kann sich aber auch in eine Schonung begeben. Schonung! Nie war der Begriff falscher gewählt. Nirgendwo geht es zurzeit schonungsloser zu als in unseren Schonungen.
Männer mit karierten Hemden und Manchesterhosen. Manchesterhosen und Bügelsägen laufen Amok und legen alles um, was oben grün und unten braun ist. Gehen Sie nie mit braunen Gummistiefeln in die Schulung, wenn Sie nicht einen am Knöchel haben wollen, der versucht, Sie zu fällen. Ich weiß es doch. Auch ich besorge mir den Baum in der Schulung. Ich fahre hin, fasse Zutrauen zu einem Baum und lege ihn um. Dann kommt ein Typ in kariertem Hemd und Manchesterhose zu mir und will Geld. Ich verstehe nicht, überzahlen. Dann kommt der Besitzer der Schulung und will auch Geld. Jetzt verstehe ich, überzahlen nochmal. Dann gehe ich zu einem Typ mit kariertem Hemd und Manchesterhose und verlange von ihm Geld. Er versteht nicht und bezahlt. Zack, habe ich den Baum wieder raus. Wenn man seine Geschäfte so abwickelt, sollte man die Schulung schnell verlassen. Das heißt, jetzt muss der Baum aufs Auto. Das ist jetzt ganz wichtig. Zettel raus, Stifte, schreiben Sie das bitte mit. Den Baum immer mit dem dicken Ende nach vorne aufs Auto. Mit dem dicken Ende. Man kann ihn auch mit dem dünnen Ende nach vorne aufs Auto legen, dann ist er aber zu Hause deutlich lichter. Nadelt aber auch bis weit in den März nicht. Probiert auch. Also mit dem dicken Ende nach vorne. Und dann fällt mir ein, ich habe was vergessen. Ich habe die Wäscheleine vergessen. Aha, aber ich bin ein Mann der Tat. Fenster runterkurbeln, Arm raus, festhalten. Das ist überhaupt kein Problem. Was ich nicht auf der Latte hatte, ist, dass ich gut 15 Kilometer fahren muss und minus 3 Grad Außentemperatur herrschen. Das heißt, nach 800 Meter habe ich kein Gefühl mehr im Arm. Weiß aber, dass die Hand noch dran ist, solange ich den Baum noch sehe. Nee? Das ist Physik. Zu Hause muss mir dann die Faust mit einem Nageleisen aufgezwungen werden, damit der Baum überhaupt installiert werden kann. Das dauert 3 Tage, bis das Gelenk so weit angetaut ist, dass man den Arm so weit wieder runternehmen kann. Es macht keinen guten Eindruck, wenn Sie so in den Gottesdienst kommen. Glauben Sie mir das? So ist überall andere, immer fremde Hüte auf der Faust. Das ist ja furchtbar. Und dann, wenn der Baum installiert ist, dann ist es in vielen deutschen Familien guter Brauch, das sieche Erboma-Möbel aus dem Seniorenghetto zu befreien. Denn seien wir ehrlich, Weihnachten ohne Oma, das ist doch wie Weihnachten ohne Oma. Geht doch nicht. Jetzt haben ja viele Familien keine eigenen Omas mehr. Ist egal, fahren Sie trotzdem in die Stifte, da stehen jede Menge Omas auf dem Gang. Die freuen sich auch, wenn Sie mal rauskommen, können sich am nächsten Tag eh nicht erinnern, wo Sie gewesen sind. Also abgreifen. Aber Obacht bitte, auch das ist nicht ohne Tücke. Gerade die Verwender von Fremdomas können natürlich nicht sicher sein, ob sie sich bis zur Bescherung hält. Verstehen Sie? Jetzt ganz wichtig, bitte unter keinen Umständen die Fremdoma unten schräg anschneiden. Bitte nicht. Es ist eine Riesensauerei. Und Sie kriegen totalen Ärger mit der Heimleitung. Also, das ist auch gar nicht schlimm. Die Fremdoma einfach ist ja kalt draußen. Auf dem Balkon rollen, dann bleibt sie frisch bis zur Bescherung. Haben Sie es mitbekommen? Sehr schön, dann kann ich ja wieder. Das sieht sehr lecker aus, was Sie da machen. Machen Sie nur weiter so. Aus Ihnen wird noch was. Kann Sie, ich muss mal. Redet eigentlich noch irgendjemand vom Aufreger des Jahres, Liechtenstein? Liechtenstein? Aber das ist doch Schnee von gestern. Ja, ne? Selbst unsere Kanzlerin wird in der Krise altersmilde und regt sich gar nicht mehr auf über Leute, die ihr Geld irgendwo lieber in Steueroasen in Unsicherheit bringen. Ja, das ist doch klar. Wenn sie dieses Sparguthaben auch noch garantieren müsste, dann wird es ja ganz finster bei uns im Land. Ja, deshalb haben wahrscheinlich auch jetzt, fallen auch seit neuestem jetzt die Grenzkontrollen zur Schweiz weg. Ja, eigentlich hätten sie mir mal ein bisschen zur Hand gehen können beim Backen. So sieht doch ganz schön aus. Wo fehlt's denn? Ich brauche Zitronenguss zum Beispiel. Sie könnten mir mal ein bisschen Saft pressen. Oh, gern. Darf ich? Bitte. So kann man auch mit kleinen Sachen großen Kindern Freude machen. Ja. Ja. Saurer Regen, das ist Ihr Weihnachtsgeschenk. Ihr Weihnachtsgeschenk an uns vom Klimagipfel. Ja, toll. Nein, so. nicht noch mehr. Oh. Sauer genug. Naja, ich war ja noch bei Liechtenstein. Sie bringen mich ja völlig raus mit sowas. Und gerade jetzt in Zeiten der Krise mehren sich ja die Stimmen, die durchaus Verständnis äußern, wenn man seine Steuer so ein bisschen verkürzt. Gerade in der Zeit, wo die Regierung so flammend an uns appelliert, der Staat muss sparen. Da denke ich mir auch, komm, helfen wir ein bisschen dabei. Weil dass er mit unserem Geld nicht umgehen kann, das wissen wir ja mittlerweile. Also führen wir ihn nicht länger unnötig in Versuchung. Herr Priol, Sie, be-
darf ich mal was sagen? Ja. Sie begeben sich da in schlechte Gesellschaft, wenn Sie solche Sachen anfangen zu diskutieren. Ja. Ich möchte da nicht dabei sein, aber ich rate Ihnen, das Thema zu lassen. Ein bisschen kreativ. Nein, 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 nein. Ich bringe jetzt das Blech weg erstmal. Aber lassen Sie es. Lassen Sie es. Regt er sich auf? Dabei, es ist doch wahr, ne, wo Sie von uns immer mehr Transparenz einfordern. Einmal die Kreditkarte durchgezogen, schon wissen alle, da war er, das kaufte. In einer Zeit, wo das Finanzamt immer mehr Transparenz, ich sage mal, solange das Finanzamt mir nicht genau erklären kann, was es mit meinen Steuern am Jahresende alles so macht, muss es von mir doch nicht genau wissen, ob es auch wirklich alle Steuern kriegt. Deshalb, in unser Staat. Und unser Staat, der in diesem Jahr von Steuersystem her als der schlechteste der Welt eingestuft wurde, noch nach Haiti. Gut, die Studie wurde in Auftrag gegeben von der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Aber trotzdem, es ist doch bei dem Steuerrecht, es blickt doch keine Sau mehr durch. Wenn ich im Kino Popcorn esse, was ja nicht ganz ungewöhnlich ist, wenn ich das vor der Leinwand im Saal, dann gilt der ermäßigte Steuersatz von 7%. Im Bistro, im gleichen Kino, werden aber 19% fertig. Sowas mache ich jetzt, wenn mir der Film nicht gefällt und ich den Rest von meinem Popcorn im Bistro, muss ich dann beim Finanzamt eine Selbstanzeige machen? Am besten noch nachträglich vorauszahlen. Ich finde nachträglich voraus. Einer meiner an solchen Begriffen kann man sehen, wie wichtig es ist, dass die deutsche Sprache ins Grundgesetz aufgenommen wird. Nein, ist interessant. Pferde werden übrigens mit 7% besteuert, Esel mit 19. Langusten auch. Trüffel aber wieder nur mit 17. Da gibt's sogar ein eigenes Gesetz, das uns das begründet. Es liegt ein unterschiedlicher Einsatzpunkt vor. Habe ich gesagt, ja, dass ich mit der Languste beim Reitturnier eher lächerlich aussehe, ist mir auch klar. Ne, spätestens im Wassergraben taucht die ab und ist fort. Ne, es ist doch, wenn du so Zeug liest, es ist doch kein Wunder, dass immer mehr flüchten. Wobei, oder auch diese Steuerflucht ist vielleicht nicht legal, aber legitim. Ja, hat sogar einer der Gründungsväter der sozialen Marktwirtschaft, Wilhelm Röpke, begründet. Er sagt, Steuerflucht ist dann moralisch legitimiert, wenn sie die Antwort auf rein konfiskatorische Absichten des Staates ist. Also wenn die Regierung uns nur noch in die Tasche greift, um damit die Löcher ihrer eigenen Unfähigkeit zu stopfen. Das habe ich bei meiner letzten Steuerprüfung dem Sachbearbeiter an den Kopf geschmissen. Hat den Prüfprozess nicht beschleunigt. Ich möchte Ihnen mal was sagen. Das ist, nein, da bin ich nicht einverstanden. Wieso? Ja. Das kann ich Ihnen erklären. Das ist ganz einfach, warum ich da nicht mit einfach, weil Sie hier ein ziemliches Luxusproblem präsentieren. Nein, wird ja alles besser. Sie wissen doch, was die Union in der nächsten Koalition will, wenn sie endlich durchregieren darf. Ja, was denn? Da. Wir wollen mehr Netto vom Brutto. Ach. Mehr Netto vom Brutto. Ja, aber dieses Gequassel, das sind wir bis da oben. Soll ich mal was sagen? Das geht zielstrebig an den Menschen vorbei. Wissen Sie warum? Weil jeder Dritte in Deutschland weder Lohn noch Einkommensteuer bezahlt, weil er zu wenig verdient. So. Und? Das ist das eine Drittel, das sowieso nicht mehr zur Wahl geht aus Frust. Glauben Sie, die interessieren noch irgendjemand? Herr Priol, darf ich Sie in dieser Zeit, in dieser vorweihnachtlichen Zeit erinnern, dass es sich da um einen unchristlichen Gedanken handelt? Und damit sind wir auch mal wieder bei meinem Thema. Oh nein. Oh doch. Das Christkind war das Kind aus einfachen Verhältnissen. Ja. Als Kind kleiner Leute, über die Sie gerade verächtlich gesprochen haben. Sie sind mir schon wieder falsch. Josef, also der Vater von Ihrem Christkind. Moment. Mutmaßlich. Nicht der Mut, der mutmaßliche Vater von Gut, ja, gab ja damals nicht. Noch keine Gentests. Ne? Und kein RTL, sonst wäre er nachmittags bei Oliver Geissen aufgeflogen. Herr Priol, bitte sehr. Herr Priol, bitte. Ja. Unser Thema ist das Christkind und das Unterschichtsmilieu. Ja, und ist schon wieder falsch da, Josef Dick. Was war er denn? Zimmermann und Handwerk. Mittelstand, ein Leistungsträger. Ja, jedenfalls lebt er in ärmlichen Verhältnissen, verdammt nochmal. Ja, und warum? Weil ein übermächtiger Steuerstaat Leute wie ihn, die immer früh aufstehen mussten, geknechtet hat. Aha. Das heißt also, Ihnen wäre lieber gewesen, wenn zu Christi Geburt nicht Herodes regiert hätte, sondern das Dreamteam Merkel-Westerwelle, damit das kleine Jesu-Kind als Mittelstandsschnösel aufgewachsen wäre. Immerhin, er hätte bei seinem späteren Kreuzweg vollen Anspruch auf die Pendlerpauschale gehabt. Auch falsch.
auch falsch, nicht wahr? Wieso? Das ist falsch, weil der Weg zum Antritt einer rechtskräftigen Strafe fällt nicht unter das Werkstorprinzip. Das ist das hier mit ihren Spitzfindigkeiten immer. Ich wollte Ihnen eigentlich das Neueste aus der Anstalt erzählen, aber dann fiel mir heute Morgen noch was Neueres ein, beziehungsweise auf. Nach dem Studium der deutschen Presse heute Vormittag hatte ich heute Mittag die Vorstellung, was wohl Herbert Wehner zu dem erstaunlicherweise ganz neuen Problem des Rechtsradikalismus sagen würde. Sagen wir, gesagt haben könnte. Stell es mir vor. Meine Damen und Herren, meine Meinung zu dem Vorfall in Passau, wo ein mutiger Polizeipräsident von einem rechtsradikalen Einzelfall fast zu Tode gestochen worden wäre, lässt sich in wenigen Worten ausdrücken. Wenn heute in den Gazetten zu lesen ist, dass sich der Rechtsradikalismus in Deutschland zu einer neuen Qualität entwickelt hätte, weil ein Polizeipräsident gestochen wurde, dann hat die Tatsache, dass jahrelang Menschen verschiedener Hautfarbe gejagt, geprügelt und zu Tode gebracht worden sind, vermutlich eine andere Qualität gehabt, eine geringere. Und wenn dann nach diesem Vorfall die amtierende Bundeskanzlerin Merkel zutiefst bedauern lässt, dass Menschen jetzt schon Polizeipräsidenten stecken, und Herr Steinmeier das gar nicht mehr auf seine Reihe bringen kann, weil er ganz eigene Probleme hat, nämlich ins Stottern gerät, wenn der Name Kuratz fällt. Und wenn dann als Speerspitze der antifaschistischen SPD das Wiffelpötz auftritt, dessen Verdienste um die klare Linie der Partei in einer Tabakpfeife bequem zu rauchen wären. Und wenn der dann straffrei herumfaselt, er könne keine Verbindung von diesem Mordversuch in Passau zu einem Verbot der NPD und der DVU und der anderen Nazis erkennen und ich immer noch nicht begreifen kann, warum man Menschen mit der Zustimmung von törichten Verwaltungsrichtern auf den Straßen in Deutschland herumlaufen lässt. Menschen, die öffentlich mitteilen, dass sie unsere Verfassung abschaffen wollen und behauptet wird, man könne dieses Gesindel nicht verbieten, weil das die Verfassung nicht zulässt, dann weiß ich nicht, wo ich mir dahin fassen soll. Der Kopf ist mir zu schade dafür. Ich danke Ihnen. Kommen Sie mit der Gutspeise? Wer sind Sie? Nein, ich komme von der Stiftungsinitiative Leben jetzt. Oh nein, mir gäbe nichts. Nein, Sie brauchen nichts geben, wir geben Ihnen was. Wir bieten Ihnen eine kostenlose Beratung, solide Finanzierung, keine Kreditaufnahme. Sie wollen unser Konto räumen? Nein, das macht Ihre Bank von selber. Klar, Schatz, nein. Darf ich mal was haben? Ich habe für Sie ein paar sehr interessante Analysen und Statistiken dabei. Nein, bitte. Wenn ich in dem Jahr von was nichts mehr hören will, dann sind es Analysen, Statistiken. Anfang des Jahres haben uns Chefvolkswirtschaftler erklärt, wo der DAX an Weihnachten stehen wird, bei über 10.000. Und wo ist er? Von den Laktatwerten her. Das hätten wir bei der Europameisterschaft mit Vorsprung der Europameister werden müssen im Fußball. Mann. Und laut einer neuesten Umfrage wünscht sich ein Viertel aller deutschen Frauen eine Nacht mit Horst Köhler. Herr Schmeißhirn vom Himmel, gehen Sie mal fort mit solchem Mist. Ich will davon nichts hören. Das ist doch alles nicht so schlimm. Vielleicht darf ich mich Ihnen kurz vorstellen, meine Damen und Herren. Ich komme von der Stiftungsinitiative Leben jetzt. Wir sind ein Projekt der großen Stiftungsinitiative Marktwirtschaft mit Zukunft. Wir sind in der Weihnachtszeit verstärkt unterwegs, weil wir der sicheren Erkenntnis sind, dass gerade in der Vorweihnachtszeit sehr viele Menschen an die wachsende Armut im Land denken. Und das sollten wir auch tun, meine Damen und Herren. Es gibt immer mehr Menschen, die arm sind, immer mehr Menschen, die von der Hand in den Mund leben, die oft auch Angst haben, in Altersarmut zu sterben. Was sind das für Leute? Vielleicht wissen Sie es, es sind oft die Alleinerziehenden, es sind die Geringqualifizierten, es sind die demotivierten Hauptschüler, aber auch schon mal Akademiker, die Geisteswissenschaften für einen Beruf gehalten haben. Diese alle, meine Damen und Herren, diese Leute alle, diese wachsende Zahl der Hartz-IV-Empfänger verdient unsere Aufmerksamkeit.
Wir möchten Ihnen heute Abend etwas vorstellen. Sehen Sie mal, diese Menschen, die können derzeit keinen Impuls geben für unser Wachstum. Aber das ist ja nicht deren Verschulden. Ich meine, so haben wir ja Hartz IV extra konzipiert, dass kein Geld übrig bleibt, dass wir einfach so zum Einzelhändler oder shoppen gehen können. So sind wir auf den Höchstsatz gekommen von 345 Euro. 20 Euro weniger, fangen Sie an zu randalieren. 20 Euro mehr, rausgeschmissenes Geld. Ja? Wenn Sie diesen Leuten jetzt einen einmaligen Warengutschein geben, dann verpufft die Wirkung in kürzester Zeit. Steuersenkungen haben die Leute nichts davon. Kindergelderhöhung wird von Hartz IV abgezogen. Und für diese Leute nochmal neue Staatsschulden aufnehmen, ich denke, das können wir den hart arbeitenden Leistungsträgern unserer Gesellschaft nicht wirklich vermitteln. Und unsere Stiftungsinitiative Leben jetzt möchte dem allen Rechnung tragen. Wir möchten dem Land und den Schwachen im Land helfen. Aber wir möchten, dass es ein Geben und Nehmen ist. Wir möchten keine demütigen Almosen geben. Wir haben einen völlig anderen Ansatz. Wir suchen 1 Million Menschen. Und zwar eine bestimmte Million. Und zwar die Million Hartz-IV-Empfänger, die zwischen 20 und 30 Jahre alt ist. Sie werden sich fragen, warum gerade die? Ich sage Ihnen, das ist ganz einfach. Unsere Kosten-Nutzen-Analysen zeigen sehr deutlich, diese Problemgruppe hat das größte Potenzial, um die Rezession abzufedern in Deutschland. Klingt unwahrscheinlich, lässt sich aber durchrechnen. Ich zeige es Ihnen mal, meine Damen und Herren. Ein Arbeitsloser oder ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland kostet im Schnitt 700 Euro pro Monat die Volksgemeinschaft. Das steigert sich im Alter, gegen Ende geht es bis zu 1200 Euro, wobei die ja nur 345 Euro kriegen. Der Rest sind Zuschüsse, Verwaltungskosten, dann kommen eben Hochleistungsmedizin, personalintensive Pflegekosten dazu. Das summiert sich alles auf. Beim notleidenden Einzelhandel taucht als Nutzen nur 50 Euro maximal im Monat auf von Hartz-IV-Empfängern. Das ist nicht viel, meine Damen und Herren. Wenn wir das aufsummieren bis zum statistischen Tod eines Hartz-IV-Empfängers mit etwa 80 Jahren, dann kostet ein Hartz-IV-Empfänger bis zu seinem statistischen Tod 600.000 Euro, die Volksgemeinschaft. Aber der notleidende Einzelhandel, der kriegt davon nur insgesamt 33.000 Euro. Wenn wir da die Rendite ausrechnen, ich weiß nicht, ob Sie das können, man teilt Nutzen durch Kosten, dann haben wir eine Rendite von 5,5%. Und das bei einer so langen Laufzeit, meine Damen und Herren. Für sowas, für so eine Rendite, 5,5%, da steht Josef Ackermann morgens noch nicht mal auf. Ja? So, das ist der Status quo. Aber jetzt unser Projekt Stiftungsinitiative. Wir wollen diese Millionen Menschen freisetzen. Ablösen von Hartz IV. Wir wollen diese Leute aus der Behördenbevormundung raus. Wir wollen ihre Eigenverantwortung stärken und geben ihnen dazu als Starthilfe 600.000 Euro. Warum 600.000? Vielleicht haben Sie schon gemerkt, es ist genau die Summe, die Sie sowieso kosten. Bis zu Ihrem statistischen Tod kosten Sie sowieso 600.000. Das Geld geben wir denen und sagen, Haus auf den Kopf. Wobei wir es Ihnen natürlich nicht auf einmal geben können. Mit so viel Geld werden solche Leute nicht umgehen können, das ist ja klar. Wir geben es Ihnen 30 Jahre lang Monatsrente. Wissen Sie, wie viel das ist? 1.666 Euro. Das ist kein Pappenstiel. Nach unseren Schätzungen, bei konservativen Schätzungen, gehen davon 2/3 direkt in den Konsum beim Einzelhandel. Das sind dann 1.000 im Monat, meine Damen und Herren. Erinnern Sie sich, beim Hartz-IV-Empfänger waren es 50, da sind es 1.000. Das ist ein Steigerungsimpuls um das 20-fache. Das summiert sich bis zum Lebensende auf, bis auf 360.000 Euro. Da ist die Rendite 60%. Allein durch Verdichtung und durch Laufzeitverkürzung. Wir geben diesen Menschen eine einzigartige Chance. 30 Jahre lang abgesichert, aber bescheiden leben. Das ist eine ganze Menge, meine Damen und Herren. Und die geben uns aber alles zurück, nämlich durch Wachstum. Es ist ein Pakt auf Gegenseitigkeit. Oder wie wir in der Volkswirtschaft sagen, eine Win-Win-Situation. Und dann nach 30 Jahren werden diese Menschen glücklich und zufrieden mit unserer Hilfe die Augen schließen. Ohne Siechtum, ohne Altersarmut. Diese Menschen werden bis zum Schluss ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft. Wir könnten Renten, Pflege und Altersversorgung stabilisieren. Und wir hätten, meine Damen und Herren, Menschenwürde neu gestaltet. Und zwar so gestaltet, dass sie von möglichst vielen, gerade der Schwachen, bis ans Ende ihrer Tage positiv erlebt werden kann. Denken Sie mal dran. Unser Projekt heißt Leben jetzt. Und wir gehören zur großen Stiftungsinitiative Marktwirtschaft mit Zukunft. Frohe Weihnachten. Kommen wir zum Wendehals des Jahres. Meine Damen und Herren, man müsste eigentlich eher sagen, zur Wendehelsin. Unsere Kanzlerin, unsere Weltklimaretterin, die selbsternannte Schutzpatronin der abschmelzenden Polkappen. Na, im letzten Jahr ist sie noch auf Grönland rumgeeiert für ein schönes Fotoshooting. Na, keck, da sind zwei Eisberge vor Schreck gleich ins Meer gekracht. Was hat sie noch getönt auf ihrem Klimagipfel von Scheinheiligendamm? Der Klimaschutz ist die größte Herausforderung für die Menschheit.
Und dann legt die in Brüssel einen Rambo-Auftritt hin und wirft Klima- und Umweltschutz der Industrie wieder zum Fraß vor mit ihren letzten beiden Verbündeten in Europa. Die Polen und Italien, der große Rest vom Schützenfest. Ein durchgeknallter Zwilling und der Bonsai-Duce von Mailand. Damit spaltet sie Europa. Sie, die uns als Ratspräsidentin eingeschworen hat, Europa muss mit einer Stimme sprechen. Mittlerweile weiß jeder, was sie gemeint hat. Mit meiner Ausnahme. Ausnahme um Ausnahme für Dreckschleudern und Luftverpester hat Madame Non durchgepeitscht. Was war bei uns? Der Boulevard hat sie wieder gefeiert. Angela Merkel, unsere Ausnahmekanzlerin, die nach dem Motto regiert, es gilt das gebrochene Wort. Da hat ja selbst im Bundestag ihr Busenfreund Guido Westerwelle hat sich da in Rage geredet. Frau Kanzlerin, Sie sind die Geisterfahrerin in Europa. Hey, sagt Guido, gut gebrüllt, aber du bist doch der Erste, der nach der Wahl auf ihren Beifahrersitz hüpft, wenn sie die Tür aufmacht. Na, und die Klimakatastrophe. Und die Klimakatastrophe, wenn die so unverschämt ist und nicht einfach verschwindet, wenn sie unsere Kanzlerin ab und zu mal scharf anguckt, dann ist sie wieder beleidigt. Darüber wird zu reden sein. Wobei, Klimakatastrophe ist ja generell, ist ja out, war mal, oder? War Wort des Jahres 2007 und wurde ersetzt durch das Wort des Jahres 2008, die Finanzkrise. Und ist Ihnen das auch auf, man sagt auch gar nicht mehr Klimakatastrophe, es heißt seit diesem Jahr nur noch Klimawandel. Na, Klimawandel, das klingt doch gleich viel appetitlicher, oder? Der Klimawandel steht vor der Tür und schon sagen alle, wollen wir ihn reinlassen, wird's vielleicht ein bisschen wärmer, ne? Der Klimawandel, der Climate Change. Bei Change denken wieder alle an Obama und sind schon wieder glücklich. Change, we can believe in. Hab ich mal gesagt, wenn der einzige Wandel, in den wir noch glauben können, der Klimawandel ist, dann wird's aber auch, wobei die Kanzlerin auch das schon wieder locker, dran glauben müssen wir alle mal. Gerhard Schröder hätte noch angefügt, basta! Lass mich die ganze Zeit. Ich wollte Sie den ganzen Abend schon fragen, warum steht eigentlich dieses Gerümpel herum? Ja, aus Solidarität. Wir müssen unseren Autobauern helfen, wo wir können. Ja, ich weiß. Kost es, was es wolle, nicht? Ja, die Regierung macht ja auch, was sie kann. Damit ihre Kfz-Steuerbefreiungsschirmgipfel-Aktion. Das ist toll. Wenn Sie jetzt noch schnell einen neuen VW Golf bestellen, dann sparen Sie im nächsten Jahr 109 Euro. Bei einem Kaufpreis von 25.000 ist es ein satter Rabatt von fast einem halben Prozent. Hoi. Da werden die Käufer in Deckung gehen müssen, nicht? Wollmart lässt grüßen. Ja, nein, im Grunde genommen, auf lange Sicht brauchen wir in diesem Land ja sowieso eine Kaufpflicht. Ja, am besten eine Soko-Neuwagen. Die ziehen die Pistole und bringen sie direkt als Käufer zum Händler. Ja, support your local dealer. Also, Michel Gloß wird es gefallen, weil der weiß, die Automobilbranche ist der Lebensnerv der deutschen Industrie. Von ihr hängt jeder sechste Arbeitsplatz ab. Manche sagen sogar jeder siebte. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Dann können Sie mal sehen, so kühne Rechner braucht die Krise aber. Ja, die Leute sind doch im Grunde genommen selber schuld, weil sie so pessimistisch sind. Sie müssen doch nur mehr Geld ausgeben. Ist auch von Gloß. Fast. Berlusconi. Ja, kommt doch selbe Kaliber. Ich hätte fast das Qualitätsmerkmal, um zu sagen, den Spruch nehmen wir und machen ihn zum Wort des Jahres, oder? Ja, oh, übrigens, da hätte ich was Schönes für Sie. Ich wüsste sogar den Wortbruch des Jahres. Oh nein, nein, bitte, verschonen Sie. Warum werden wir gemeinsam lieber Roland Kotz Koch? Was hat sie gesagt? Ja, Sie haben das ganz richtig verstanden. Lieber Roland Kotz Koch? Ja, es ist Kotz Koch, sie mischt sich ein in den Hessen-Wahlkampf. Das sind Doppelnamen innen. Es geht Kotz Koch gegen Schäfer-Gümbel. Das ist ja ein rechter Brocken von einem Verbrecher. Versprecher nicht. Also ich weiß, Sie hören es nicht gerne, aber so viel psychoanalytischen Sachverstand hätte ich der Kanzlerin gar nicht zugetraut. Doch, hatte sie schon immer. Ja. Sagen Sie, funktioniert das Ding eigentlich? Ja, nee, ne? Doch, brummt wie die ganze Branche. So. Schon 1995 hat die damalige Umweltministerin Merkel
gemeinsam mit dem damaligen Verkehrsminister von der CDU, Wissmann. Wissmann? Meinen Sie unseren Wissmann? Ja. Hier unseren höchsten Autolobbyisten Wissmann? Genau der. Die beiden, die haben damals von der EU schärfere Grenzwerte eingefordert. Ja. Konkret oder allgemein? Nein, ganz konkret. Sie haben das, das 5-Liter-Auto gefordert, das mit einem CO2-Ausstoß von 120 Gramm ja. genau den Wert erfüllt hätte, den Sie beide gemeinsam 13 Jahre später feierlich beerdigt ja. haben. Aha, ja. Ich habe eine Idee. Warten Sie. Machen Sie mal weiter. Den nächsten. Wissen Sie, was ich glaube? Wenn wir mit unserer Klimapolitik so weitermachen... Machen Sie noch einen. Wenn wir mit der Klimapolitik so weitermachen, dann sehen wir irgendwann ganz alt aus. Obama, na bitte. Obama wird sich an die Spitze setzen. Der hat jetzt einen Nobelpreisträger zum Energieminister gemacht. Und irgendwann stehen die ganz groß da, die Amerikaner. Verstehen Sie, sind das große Vorbild. Wenn Sie sehen, wie die Autobranche anpacken, aber nicht mit Glacierhandschuhen. Da ist was los, nicht wahr? Und am Ende, wissen Sie, was am Ende passiert? Am Ende wird es so ausgehen, wir stehen da, gucken blöd und denken, wie machen die Amis das nur? Ja, wie zwei Elefanten am FKK-Strand, die zum ersten Mal einen nackten Mann sehen. Was? Und sich fragen, wie ist der bloß denn? Herr Priol. Ich glaube, ich gehe mal noch ein paar Autos holen. Mein Gott, das ist schrecklich. Das hier? Was ist das denn? Das ist der Herr Grebe von Zimmer 17 bis 22. Und der wird uns jetzt den Köhler mit der Anschaltskapelle für die Weihnachtsansprache machen. Nach was? Das ist ja toll. Aber ist er auch nicht zu lang? Hören Sie, da kriegen wir Ärger mit dem Chef, wenn er zu lang ist. Nein, ich habe ihn persönlich eingestellt. Nach exakt 4 Minuten 30 wird er müde und kann dann widerspruchslos abgeräumt werden. Oh, das ist gut. Sehr schön. Apropos, was ist eigentlich mit Ihrem Mürbzeugs? Mit was? Na, die Plätzchen. Ach du lieber Gott, können Sie mir helfen? Ja, sicher. Ach du lieber Gott, die sind ja immer noch im Rohr. Ach du lieber Gott. Ich bin der Präsident. Guten Tag, ich grüße Sie. Ich bin der Präsident. Schöne Grüße aus Bellevue. Ich bin der Präsident. Ich winke vom Balkon. Da ist ja auch mein Heli. Mit dem fliege ich gleich davon. Tatütata, der Präsident. Ich fahre mit Eskorte. Ich werde heute Reden halten. Ich hab die Macht der warmen Worte. Ich bin der Präsident. In meinem Leben ist was los. Ich werde heute eine Fähre taufen. Und die Flasche ist so groß. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Und ein gutes neues Jahr. Der Aufschwung ist für alle da. Tralalalala. Ich freue mich, dass ich auf diesem Richtfest bin. Und der Himmel ist so blau. Ich grüße alle Herzpatienten in Vertretung meiner Frau. Ja, sind denn keine Afrikaner da? Meine Damen und Herren, liebe Neger, wo ist denn Häuptling Wumbaba? Das ist ein toller Kollege. Ich muss doch jetzt hier diese Fähre taufen. Wo ist denn hier die Fähre? Ich bin der Schirmherr dieses Krötentunnels. Es ist mir eine Ehre. Jetzt kommt ein Grußwort für Hartz-IV-Empfänger. Ihr Schicksal trifft mich auch persönlich. Sie halten sich für überflüssig. Es geht mir da ganz ähnlich. Manchmal, da fliege ich in meinem Heli. Und
und dann schaue ich runter auf unser friedliches Land. Und dann freue ich mich so, dass die Jugend wieder forscht. Sie forscht. Ich bin der Präsident. Ich bin euer Kapitän. Ich sage allen Herzpatienten, es muss ein Ruck durch alle gehen. Ich bin der Präsident. Ich mische mich auch ein. Ihr seid alles faule Säcke, ihr solltet fleißiger sein. Ich muss doch jetzt hier noch die schnuckelige Fähre taufen, das geht schneller als man denkt. Ich werf die Flasche auf die Fähre und das Ding ist versenkt. Ich bin der Präsident, ich bin der goldene Reiter. Ich taufe alle Fähren dieser Welt, ich taufe immer weiter. Manchmal, da fliege ich in meinem Heli und dann schaue ich runter und denke, gutes Getreide. Und dann freue ich mich so, dass die Jugend wieder forscht, sie forscht. Ich freue mich ja so, dass die Jugend wieder forscht. Sie forscht. 34. Sie forscht. 34 war ausgemacht. Richtig. Laut. Ich habe es Ihnen gesagt. 34. Ja, immer noch da. Laut Beipackzettel wird er jetzt müde. Ich bin der Präsident. Das war ein Tag in meinem Leben. Ich bin extrem erschöpft. Ich habe alles gegeben. Ich mach jetzt Bubu. Vor Gott sind alle gleich. Ich brauche nur 4 Stunden Schlaf. Und die schlafe ich für euch. Ich bin der Präsident. So, ja, bitte. Ich habe es gesagt. Bring den zurück auf 17, wo er war. Ich habe es gesagt. Ist jetzt aber auch wirklich Zeit, mein lieber Freund. Alzheimer. Ja, auf nichts kann man sich verlassen. Ach, war jetzt aber wirklich mal ganz langsam. Aber hallo, immer drauf dabei. Wirklich jetzt auch Zeit. Köhler ertrage ich ja in echt schon höchstens 1,30. Obacht! Obacht, das oberste Gewissen ist in dieser Anstalt ein heilig Gut. Ja, ich weiß, weil er den Bankern ins Gewissen geredet hat, so mutig und... Folgenlos. Ja, eben. Was hätte ich mir von ihm gewünscht in der Krise, dass mal was kommt? Ein klarer Appell zum Umdenken von wegen, wir müssen uns endlich und ein für alle Mal von dem Irrglauben an immerwährendes Wachstum verabschieden. Und? Nix. Er jagt wie alle dem goldenen Kalb hinterher. Ah, wie Captain Ahab dem weißen Wal. Ja. Moby Dick. Oh. Mr. Starbuck. Ja. Die Plätzchen sind ziemlich fertig. Oh, dies Naschwerk dünkt mich totgebacken. Könnte sagen, sind quasi Krisenkipfer, nicht? Lass mal das Ding da. Wir waren doch bei Moby Dick. Ja, ja, ja. Gregory Peck, ja. Fantastische Rolle. Oh, du verdammter Wal! Hast du immer noch nicht genug? Sonst fangen Sie jetzt schon wieder mit den Tieren an. Was denn? Captain Ahab wäre vielleicht auch eine Rolle für Sie. Nein, da bringen Sie jetzt schon wieder was durch. Ahab hatte ein Holzbein. Ah, ja, ja, ja. Können wir vielleicht mal das Thema jetzt wechseln? Wieso? Gerade Moby Dick müsste doch auf Sie besonders inspirierend wirken. Wunderbare Parabel auf unser tägliches Los. Deck's rum, deck schon Tag ein, Tag aus. Und wenn du damit fertig bist, fängst du noch mal von vorne an, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Wollen Sie mir jetzt den ganzen Film hier vorspielen? Oder was? Ich bin dabei. Da! Da bläst er! Ja. Es ist...
Es ist das Böse, das uns zwingt, immer weiterzumachen. Männer, es sind noch Leute im Raum. Aber nicht mehr lange. Das war Neues aus der Anstalt. Meine Damen und Herren, heute mit unseren Rauschgoldengeln Monika Gruber, Dieter Hildebrand, Reinhard Grebe und der Kapelle der Versöhnung und mit Jochen Malmsheimer. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet im neuen Jahr 2009, im Jahr der schlechten Nachrichten. Jetzt bleiben Sie an den Geräten. Jetzt kommt der satirische Jahresrückblick mit den Machern von Frontal 21, Siebers und Doyer. Hult, Männer, Hult!